Bewusstsein ist die einzige Realität, die Dimension der menschlichen Existenz. Hast du schon mal einen Blick gespürt oder dich beobachtet gefühlt? Telepathie? Wie lassen sich diese Phänomene einordnen, die unser physikalisches Verständnis weit übersteigen? Er meinte, wenn eine kritische Anzahl ein bestimmtes Bewusstsein erreicht, kann dieses neue Bewusstsein von Geist zu Geist kommuniziert werden. Da sind wir da. Sowas liebe ich, Bro. Dass der Urgrund aller Materie einer geistigen Wirkungskraft entspringen muss. Es gibt somit keine Materie an sich. Der Geist schafft die Materie. Facts. Dann muss es auch einen Schöpfer geben. Es muss das Bewusstsein zuerst gegeben haben. Weißt du, wie ich meine so? Bevor überhaupt Materie erschaffen wurde. Und das ist eine sehr krasse Erkenntnis, finde ich. Und ich feiere das Video gerade hart. Ich hau es wieder bis echt ist. Es kommt mir vor, als wär's gestern. Ich hab keinen Bock mehr auf die Schmerzen. Deshalb kann ich dich nicht ernst nehmen. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe zu euch zu Hause. Na Mann, ich mach nochmal. Hab mich verbabbelt. Out. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus vom Chat an euch. Ihr seht's oben. Und zwar gehen wir jetzt in die nächste Reaction rein. Und zwar heißt das Video: Bewusstsein ist die einzige Realität, die Dimension der menschlichen Existenz. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist das erste Video von diesem Kanal, auf welches wir reagieren. Und ja, mal gucken, ob das vielversprechend ist. Dann könnte man eventuell öfters auf Videos bei ihm reagieren. Let's go. Hast du schon mal einen Blick gespürt oder dich beobachtet gefühlt? Eine Mutter, die innerlich verspürt, dass mit ihrem Kind auf der anderen Seite... Das mit den Blicken spüren ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte, ne? Das habe ich auch öfter. Das ist krass. Oder oft auch, wenn du irgendwo reinkommst oder ich komme irgendwo rein oder ich gehe irgendwo hin und jemand dreht sich so um, als ob er gerade erwartet, dass da gerade jemand reinkommt oder dass du gerade reingekommen bist. So. Du spürst manchmal die Menschen schon, bevor die überhaupt da sind oder bevor du sie gesehen hast, weißt du? Und das ist heftig. Ich hatte das früher auch immer, wenn mich einer von hinten beobachtet hat, dann hat mein Ohr so leicht gezuckt, Bro. Ich weiß nicht, ob du es mir glaubst oder nicht. Einfach mein Ohr hat gezuckt, Brudi. So hinten habe ich so eine Anspannung gemerkt, weißt du, wie ich meine? Der Welt, tausende von Kilometern physikalisch entfernt, etwas nicht stimmt. Telepathie. Wie lassen sich diese Phänomene einordnen, die unser physikalisches Verständnis weit übersteigen? Der hat ein bisschen so komische Stimme, aber Thema ist geil. Das auch schon gehabt, man. Ich habe teilweise Erlebnisse gehabt mit Menschen, die wirklich auf einem anderen Ende vom Planeten auch waren. Und dann habe ich was gespürt und dann habe ich angerufen und dann war dieses Gefühl auch richtig. Und man hat ganz, ganz krasse Geschichten schon teilweise erlebt, was das angeht. Im Jahre 1952 beobachtete ein Forscherteam auf der japanischen Insel Kojima eine Gruppe von Makakenaffen. Die Forscher Makakenaffen? Dann im Laufe der Zeit den Affen zur Nahrung Süßkartoffeln zu geben und schmissen sie auf den Küstensand in der Nähe der Kolonie. Nach und nach verbreitete sich unter den Jungtieren das Verhalten, die Kartoffeln vor dem Verzehr zu waschen. Als die Eltern... Geil, Digga. Voll süß. Wenn Affen das sahen, begannen sie das Gleiche zu tun. Und so taten es immer mehr Affen auf der Insel gleich. Es heißt, mit dem Hinzukommen des 100. Affen überschritt die Zahl offenbar eine kritische Masse und das Verhalten verbreitete sich auf den Rest der Herde. Aber nicht nur das, auch in Kolonien auf anderen Inseln verbreitete sich dieses Bewusstsein. Denn nach krass. Das ist krass. Auf anderen Inseln verbreitete sich dieses Bewusstsein. What the fuck? Selbigem Verfahren wurde kurzerhand das gleiche Verhaltensmuster bei den Affen beobachtet. Der Buchautor Ken Keyes griff die Geschichte 1982 auf und erklärte, wie das geschehen konnte. Er meinte, wenn eine kritische Anzahl ein bestimmtes Bewusstsein erreicht, kann dieses neue Bewusstsein von Geist zu Geist kommuniziert werden. Woo! Da sind wir da, das liebe ich. Sowas liebe ich, Bro. Der 100. Affe soll also eine Art kollektiven Lernvorgang ausgelöst haben. Doch diese Version der Darstellung vom 100. Affen, die ursprünglich von dem Botaniker Lyle Watson im Jahre 1979 verbreitet wurde, habe sich laut Kritikern gar nicht so zugetragen bzw. wurde von Watson verzerrt wiedergegeben.
Für einen plötzlichen Lernsprung gibt es in den Forschungsberichten keinen Beleg. Es heißt, vermutlich sei ein waschender Affe hinübergeschwommen. Ist klar, dass es wieder sehr viele Kritiker gibt, die nicht daran glauben und es versuchen irgendwie zu widerlegen. Aber irgendwie, ja, ey, ist natürlich sehr wild, ist für viele Leute unverständlich, aber wenn du verstehst, dass es ein kollektives Bewusstsein gibt und dass es auch Informationen, wir haben uns ja auch die Akasha-Chronik zum Beispiel reingezogen, Informationen gibt, die um uns herum gespeichert sind, die mit Frequenzen auch übertragen werden können und so, dass, wenn du das verstanden hast, dann kann es auch möglich sein, dass wenn ein Kollektiv irgendwas lernt, dass es sich auch, ohne dass man das den anderen beibringt, die automatisch auch lernen. So, also ich finde das schon eine sehr, wie soll ich sagen, es ist sehr powerful, diese Erkenntnis bzw. diese Theorie, die da aufgestellt wird. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass sowas möglich ist. In den Quellen für... Haltet mich ruhig für verrückt, meine lieben Freunde, ja. ...sich auch eine Angabe darüber, wie viele Mitglieder der Affenstamm auf der Insel Kojima hatte. 1962 waren es 59 Tiere. Es hat somit auch angeblich zahlenmäßig nie einen 100. Affen gegeben. Wie dem auch sei, auch wenn dieser Effekt des 100. Affen so nicht stattgefunden hat, dient es jedoch ganz gut als Analogie zu dem Phänomen einer kritischen Masse bzw. eines kollektiven Bewusstseins. Eine kritische Masse bedeutet, dass nicht die gesamte Gruppe von einer Strategie überzeugt werden muss, sondern dass lediglich eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern ausreicht, um von einer Strategie überzeugt zu sein. Und wenn dieser Schwellenwert, der weit unter 50% liegt, überschritten ist, die kritische Masse also erreicht, setzt sich diese Strategie selbsttragend auch auf die weiteren Teilnehmer durch. So beschrieb auch der renommierte französische Mediziner, Anthropologe und Psychologe Gustave Le Bon Ende des Gustave Le Bon, na Mann. 19. Jahrhunderts in seinem Werk Psychologie der Massen, dass die Der hat das Buch geschrieben, das war jetzt krass. Das ist ein krasser Typ. Ich habe das Buch zu Hause leider noch nicht komplett gelesen. Die Handlungen des Menschen oder auch der Massen ursächlich die Wirkung verborgener Triebkräfte sind, die sich empirischen Forschungen entziehen. Doch was hat es damit auf sich? Nun, um die Beschaffenheit der Wirklichkeit annähernd begreifen zu können, müssen wir unser materialistisches Weltbild, welches von den modernen Wissenschaften in den letzten Jahrzehnten vermehrt propagiert wurde, zunächst zur Seite stellen. Da bin ich gerne dabei, mein Jutster. Stellen wir das mal kurz zur Seite, meine lieben Freunde, ja? Max Planck, der Begründer der Quantentheorie, der sein gesamtes Leben als Physiker der Erforschung des Atoms widmete, kam zur Erkenntnis, dass der Urgrund aller Materie einer geistigen Wirkungskraft entspringen muss. Es gibt somit keine Materie an sich. Der Geist schafft die Materie. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, Facts, dass alle Materie Bewusstsein ist. In der Welt der realen Physik gibt es auch im Grunde genommen keine bipolaren Kräfte, sondern nur beobachterabhängiges Reflexionsverhalten einer übergeordneten, einheitlichen Kraft, die die Materie bis zu ihren subatomaren Teilchen in Schwingung bringt, anordnet und zur dichtesten Form der Energie innerhalb des dreidimensionalen Raumes manifestiert. Es gleicht sozusagen einem... Alles entstand mit einem Gedanken, meine lieben Freunde, das zu realisieren, richtig vernünftig zu realisieren, weil es ist natürlich Facts und jeder weiß das auch, aber das so richtig zu realisieren, dass eigentlich alles Bewusstsein ist, weißt du? Wenn alles mit dem Gedanken entsteht, alles, jede Materie, dann muss es auch einen Schöpfer geben. Es muss das Bewusstsein zuerst gegeben haben, weißt du, wie ich meine so? Bevor überhaupt Materie erschaffen wurde. Und das ist eine sehr krasse Erkenntnis, finde ich, und ich feiere das Video gerade hart. Schäumenden Ozean oder Wellen im Wasser, die durch die Energiezufuhr die Wassermoleküle in Bewegung versetzt. Das ist, was wir auch in ihrer physikalischen Erscheinung als Existenz bezeichnen. Und wenn sich die Wellen wieder im Ozean verflüchtigen, bezeichnen wir dies bekanntlich als Tod. Das, was wir als Zeit wahrnehmen, ist untrennbar vom Raum zu betrachten und unterliegt der Disposition bzw. dem Bezugspunkt zum Objekt innerhalb des Feldraums. Die energetische Information der Existenz, die sie auch in all ihren biochemischen Eigenschaften, fraktalen Formen und Strukturen definiert, überall, ist in einer sogenannten kosmischen Cloud oder Datenbank gespeichert. Wuhu! Ja, mittlerweile feiere ich seine Stimme auch. Heutzutage als morphogenetische bzw. morphogenetisches Feld, da sind wir wieder, meine lieben Freunde. Wir haben schon einiges gelernt hier im Stream, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Also hätte ich mir vor 3 Monaten dieses Video angeschaut und vom morphogenetischen Feld gehört und sowas, dann wüsste ich gar nicht, von was der gerade redet, so. Aber dadurch, dass wir halt deep in der Recherche drin sind und uns alles schon reingezogen haben, Akasha-Chronik und Bewusstseinslehre und Quantenphysik und hier und da,
Da kann man halt echt jetzt mithalten, weißt du, wie ich meine? Feier ich. Morphische Felder bezeichnet wird. Es kann auch als universelles Bewusstseinsnetz bezeichnet werden und ist in der indischen Theorie. Das ist ja wie gesagt, das ist ja, manche Leute nennen es morphogenetisches Feld, manche Leute nennen es Akasha-Chronik. Philosophie und Anthroposophie als Akasha-Chronik oder auch Prana, sowie in der Wissenschaft ehemals als Äther bekannt. Es gibt viele Begriffe dafür, die jedoch in ihrer Essenz dasselbe beschreiben. So stellte auch Platon einst in seiner Ideenlehre die Hypothese auf, dass alle manifestierenden Erscheinungen in der seienden Welt, wie die Tiere... Alle manifestierenden Erscheinungen in der seienden Welt, Bro, geil. Platon, Abi, ja, mit dem hätte ich gerne abgehangen. Die Bäume, die Blumen oder auch der Mensch selbst in seiner Urform aus einer geistigen, immateriellen Idee entspringen sein. So, Digga, dankeschön. Bevor wir es als solches erkennen. Das Bild bzw. die Idee eines Baumes müssen wir somit bereits in uns tragen und erschaffen wir es nicht neu. Zu der Annahme, dass das menschliche Gehirn lediglich auf die Informationen eines inneren Modells zurückgreift, nähern sich allmählich auch die Neurowissenschaften. Ein vereinfachtes Beispiel, um es nachvollziehen zu können, ist das Lesen eines Textes oder Buches. Wir lesen nicht jeden einzelnen Buchstaben eines Wortes aufs Neue, sondern sind die Wörter bereits als Bilder in unserem Gehirn abgespeichert und werden lediglich abgerufen. Die Sinnesorgane des Menschen gleichen hierbei einer Art Trichter. Wir können mit unseren Augen nur ein sehr schmales Frequenzspektrum als sichtbares Licht wahrnehmen, welches unser Gehirn verarbeiten kann bzw. gegenprüft und schließlich unsere Wirklichkeit schaltet. Krasses Video, Bro. Feier ich hart. Aber auch unsere Gedanken und Emotionen können nicht nur durch das Aussenden elektromagnetischer Wellen gemessen werden. Mittlerweile können Forscher mit einem hochauflösenden Magnetresonanztomographen und einem speziellen Computerprogramm sogar sichtbar machen, was beim Menschen gerade vor dem inneren Auge abläuft. Oh, das wusste ich nicht. Krass. Kann man das sehen schon, ja? Kurze Texte und bewegte Bilder lassen sich so bereits rekonstruieren. Nebenbei bemerkt, mittels Elfwellen lassen sich sogar Informationspakete ins Unterbewusstsein transportieren und somit die Gefühle sowie die Gedanken des Menschen beeinflussen. Musik, Fernsehen, Programm, Fernsehen, Programm, Fernsehen, Programm, meine lieben Freunde, ja. Da passiert auch einiges, deswegen weg davon. Kein Fernsehen mehr gucken, am besten noch keine Filme, kein Hollywood, nix. Dazu haben wir auch bereits ein Video veröffentlicht. Der Physiker Burkhard Heim hat in den 50er Jahren ein Modell für den strukturellen Aufbau der Welten konzipiert. Die zwölfdimensionale Heim-Dröscher Theorie können wir kurioserweise auch sehr gut mit dem OSI-Schichtenmodell aus der Computertechnik vergleichen und sozusagen die Welt, die wir wahrnehmen, einer OSI-Schichtenmodell, das kenne ich sogar. Simulation oder auch Holographie gleichstellen. Zur Veranschaulichung: Es gleicht sozusagen der grafischen Benutzeroberfläche eines Applikationsprogramms, wie beispielsweise YouTube, Facebook oder auch WhatsApp. Der physikalische Körper kann hierbei als Avatar im Feldraum betrachtet werden. Auf dieser Ebene erfolgt eine Wechselwirkung mit der Welt der Formen. Die sogenannte Wirklichkeit, die wir über unsere Sinnesorgane wahrnehmen, erleben und erfahren können. Dies entspricht der ersten bis vierten Schichtebene, dem Energieraum, dem uns vertrauten vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum. Hinter dieser grafischen Benutzeroberfläche verbirgt sich jedoch ein Programmiercode bzw. Bauplan für die materiellen Systeme mit einer Reihe von Datenpaketen, Anweisungen sowie die Anbindung an Datenbanksystemen. Hier befinden sich auch die zuvor erwähnten morphischen Felder. Dies entspricht der fünften und sechsten Schichtebene, dem Informationsraum. Auf der siebten und achten Schichtebene befindet sich das Steuerungs- oder auch Vermittlungsraum. Hier ordnet sich das Geistes- und Seelenbewusstsein ein. So spiegeln beispielsweise Nahtoderfahrungen ausschließlich den individuellen Seelenprozess wie persönliche Erfahrungen und Erlebnisse wider und nicht das universelle Bewusstseinsfeld zur Verfügung. Dein Computer oder auch Smartphone anhand elektromagnetischer Impulse nur eine binäre Zeichenfolge verarbeiten kann, werden die Datenpakete in sogenannte Frames segmentiert und mit Prüfsummen versehen. Hier erfolgt sozusagen die Konvertierung in ein zum Medium passendes Signal und dessen physikalische Übertragung. Dies entspricht der 9. bis 12. Schichtebene, sozusagen der Bewusstseinsmatrix, oder kann auch als die Schöpferebene bezeichnet werden. Das ist die Gott. Ebene, wo sich die Atome und Moleküle als ursächliche Motivation erst in Schwingung setzen und sich bis hin zum strukturellen Energieraum. Die ursächliche Motivation, das ist auch eine Sache, die kann die Wissenschaft nicht
die Wissenschaft nicht erklären, was ist die ursächliche Motivation, dass Atome sich auch verbinden zu etwas und Materie entsteht. Da muss ein Gedanke hinten dran sein. Wer sendet diesen Gedanken? Na, Freunde? Manifestieren, welches wir schlussendlich als sogenannte grafische Benutzeroberfläche wahrnehmen können. Jeder Mensch ist Beobachter und Akteur zugleich. Der Informationsfluss steht in Wechselwirkung zueinander und ist alles mit allem stets in Verbindung. Nochmal zurück im Text. Der Geist schafft die Materie. Gott ist so groß wie das Bewusstsein. Gott ist die Reflexion von Licht. Durch deine Augen sieht er sich. Und durch deine Gefühle fühlt er sich. Von der Selbsterkenntnis zur Gotteserkenntnis ist kein weiter Weg. Und ist die Trennung auch nur eine Illusion. Geil. Kenne dich selbst. Oder wie Bruce Lee einst sagte, sei wie Wasser, mein Freund. Aha. Formlos. Boah, Gänsehaut, Digga. Geiles Video, meine lieben Freunde. Sehr stark, dass wir in das Video reingegangen sind. Wild. Wild. Wild.